Hallo, heute ziehe ich um. Es ist so verdammt kalt hier. Gestern waren wir bis auf dem Berg, davon habt ihr gerade wahrscheinlich schon was gesehen. Es war mega cool. Heute ist allerdings ein weniger spaßiger Tag, denn es wird umgezogen, aber es ist auch cool. Es kann losgehen. Ach, Jana ist übrigens auch wieder dabei. Jana. Die erste Fuhr ist drin. Wir fahren jetzt nochmal los und holen noch ein bisschen mehr Zeug, das hier reinkommt, weil wir sind ja Menschen, die viel brauchen. Aber ich lasse euch hier und ihr kriegt einen kleinen Zeitraffer aus dem Fenster. Der erste Zeitraffer, den ich in dieser Wohnung machen werde. Wie ihr vielleicht seht, hat sich schon ein bisschen was geändert. Es ist nämlich der nächste Tag und ich habe gestern nichts mehr gefilmt, weil wir einfach nur rumgeschoben haben, Sachen hier reintransportiert haben und es war ziemlich anstrengend. Ich dachte mir jetzt, ich habe auch nicht wirklich was zu filmen und wir haben das Bett schon aufgebaut und da ich nicht wirklich weiß, was ich so filmen oder erzählen sollte, dachte ich mir, von so auspacken und so, mache ich einfach mal ganz viele Timelapses. Mittlerweile ein bisschen weitergekommen. Das Regal ist aufgebaut und das andere Regal auch. Das sieht jetzt so aus. Und wir sind jetzt immer noch am Aufräumen, am Einräumen. Das nimmt kein Ende. Aber ich hatte eine Idee. Ich dachte mir mal, ich versuche einfach mal einen Timelapse aus, die vielleicht ein bisschen interessant aussieht. Und zwar mache ich es mal so, dass ich die Belichtungszeit ganz weit runtersetze. Mach das dann hier ganz hoch und das Bild sieht dann jetzt wie aus. Bisher habt ihr wahrscheinlich das Gefühl, dass dieser Vlog so 2, 3, vielleicht sogar 4 Tage geht. Um ehrlich zu sein, es sind schon 1,5 Wochen. Und langsam muss ich echt mal das Video rausbringen. Und ich habe noch nicht so viel gefilmt, weil einfach während des ganzen Umzugs man so viel zu tun hat, dass man schwer dazu kommt. Oder Film einfach ein bisschen zu umständlich ist, zu anstrengend ist, es nichts Spannendes zu filmen gibt. Und das Zimmer ist aber noch nicht ganz fertig. Es braucht einfach viel. Aber ich denke, ich zeige euch jetzt einfach erstmal einen ersten Einblick in die Wohnung, wie sie gerade ist. Es ist noch viel im Umbau, deswegen seid nicht zu hart. Aber wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wo man noch was hinhängen kann, wo man noch was aufbauen kann, wo man vielleicht noch etwas verbessern könnte, schreibt sehr gerne in die Kommentare, weil wir suchen immer noch Inspiration. Ich gebe euch jetzt einfach mal einen kleinen Einblick in unsere Einzimmerwohnung. Und ich hoffe, es gefällt euch. Da hinten ist noch so die Schundecke, sage ich mal. Da soll noch ein großer Schreibtisch hinkommen. Die Platte dafür steht momentan noch da. Den bauen wir da so selbst rein. Das wird, glaube ich, ganz cool, aber bisher diese Ecke einfach nicht beachten. Die ist einfach noch, ja, der ganze Krempel, wo man nicht weiß, wo man ihn hinstellen soll. Und das ist diese Ecke. Und das ist jetzt auch schon der Stand der Wohnung jetzt. Es hat echt viel länger gebraucht, als ich gedacht habe, aber ich finde es auch ganz schön geworden. Wie gesagt, fertig ist noch nicht. Wir haben noch ein paar neue Sachen. Einerseits haben wir jetzt noch diese neue Kommode, die hier neben der Tür steht, wo wir ein bisschen Sachen reintun können, weil wir haben einfach zu wenig Platz für alles gehabt. Und ich finde, die passt jetzt ganz gut zum Bett. Wir haben noch eine neue Decke auf dem Bett. Ich finde, die sieht viel besser aus. Sonst finde ich, wenn ihr noch ein paar Bilder hängen würde, würde es wahrscheinlich auch noch mal viel besser und einfach bunter und schöner aussehen. Und darauf freue ich mich auch wirklich, weil ich finde, Bilder können einfach oft in Wohnungen total den Unterschied machen, vor allem wenn es klein ist. Und ja, sonst war es das eigentlich schon mit diesem Vlog. Aber bevor ihr geht, ich habe noch eine Frage. Und zwar, ihr merkt vielleicht, der Ton ist diesmal ein bisschen anders in diesem Video. Ich habe mal ein Mikro benutzt, das vergesse ich sonst meistens. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob ich es gut finde oder eher schlecht. Das weiß ich, so ein teures, deshalb vielleicht. Jetzt gerade benutze ich das Mikro, merkt euch den Ton. So ist der Ton mit Mikro.
Und das ist der Ton ohne Mikro. Ich habe das Gefühl, mit Mikro sind die Hintergrundgeräusche ein bisschen gedämpfter und das gefällt mir. Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass es ein höheres Rauschen gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das so... Jetzt gerade das Hintergrundgeräusch, jetzt könnt ihr es vielleicht gut anhören. Jedenfalls, ich finde, das Mikro schluckt diese besser weg. Allerdings habe ich das Gefühl, es ist so ein Grundrauschen da und das gefällt mir nicht so. Und ich weiß nicht, ob es deswegen besser ist, das Mikro zu nehmen oder lieber nicht das Mikro zu nehmen. Vor allem bei Wind, finde ich, ist das Mikro nochmal besser. Ich hoffe, man kann diesen Test auch noch ein bisschen einschätzen, wie der Ton ist, mit und ohne Mikro. Und ich bin wirklich auf eure Meinung gespannt, weil ich kann mich irgendwie nicht wirklich entscheiden. Das eine hat den Vorteil, dafür den Nachteil. Ich weiß es nicht. Und das war's auch schon. Ich schneide jetzt noch das Video fertig und dann schicke ich das dahin, wo ihr es gerade seht. Und zwar auf YouTube. Also, ciao!